Hallo, du liebe Seele, herzlich willkommen zu deiner Jahreslegung 2024. Was erwartet dich für dein Sternzeichen Waage, Aszendent Waage, Mondzeichen Waage oder Venus Waage? Wenn du eines dieser vier Dinge in deinem Chart hast, kannst du dir die Legung hier anschauen. Und wenn du hier zum allerersten Mal eingeschaltet hast, ja, dann hallo und herzlich willkommen, du liebe Seele. Ich freue mich, dich heute hier von Herzen begrüßen zu dürfen. Für alle meine lieben Männerherzen, Hallöchen auch an euch und herzlich willkommen. Ja, meine lieben Waageherzen, 2024 steht uns kurz bevor. Wie wird das Jahr? Was wird dein Thema sein? Was wird alles auf dich zukommen? Was kannst du erwarten? Wir schauen mal hier in deine Energie für 2024 rein. Wenn du Interesse hast an deiner persönlichen Jahreslegung, unten in der Infobox findest du meine Webseite. Darüber kannst du direkt eine Jahreslegung Botschaft bei mir buchen. Dieses Jahr kostet eine Jahreslegung 44 Euro für 20 Minuten Videobotschaft. Ich freue mich, dich dann auch drüben zu sehen. Und an dieser Stelle, ab dem 8. Januar 2024 startet die zweite Runde von meinem Kurs Manifestiere dich neu. Vielleicht spürst du hier einen Ruf. Dann kannst du dich unten in der Infobox, ist schon mal die Voranmeldung, dich eintragen lassen. Die Plätze sind begrenzt, weil ihr auch eine persönliche Kartenlegung erhält zu eurem Thema, was ihr manifestiert, was eure Blockaden sind oder ob das in Erfüllung tritt. Und natürlich auch eine Energiesitzung. Es ist wichtig, die Chakren im Balance zu halten und ja, dass sie wieder miteinander optimal arbeiten, dein Energiekörper optimal arbeitet, um auch das gewünschte Ergebnis in dein Leben anziehen zu können. Dieser Kurs ist nicht so wie schnell, wie manifestiere ich jetzt schnell 1000 Euro. Dieser Kurs ist langfristig. Wie manifestierst du langfristig ein neues Leben, was du leben möchtest? Wenn du da den Ruf spürst, unten in der Infobox ist der Voranmeldelink, da kannst du dich einmal eintragen lassen und ich freue mich, dich bei der zweiten Runde begrüßen zu dürfen. Gut, jetzt fangen wir an. Was erwartet meine lieben Waageherzen für das Jahr 2024? Die erste Karte ist die 3 der Schwerter. Okay, wir schauen weiter. Für meine lieben Waageherzen, was erwartet sie für das Jahr 2024? Was kommt in 2024 auf sie zu? Der König der Münzen, der Magier. Okay, was erwartet sie für 2024? Ass der Stäbe, was ist das bitte hier für eine Energy, was auf dich hier zukommt? Und 2 der Kelche, wunder, 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 wunderschön. Hinten im Deck haben wir, ja, den gehängten Mann. Und auch hier mit dieser Karte ist, 2024 wird nicht so, wie du es dir erwartest. Das heißt nicht, es wird schlechter oder es wird einfach anders. Du siehst es noch nicht kommen. Ja, 2024 ist numerologisch die 8. Die 8 steht natürlich für Geldfluss, für Fülle, aber auch für Karma. Ja, also Karma, was du in diesem Jahr, gutes Karma oder schlechtes Karma, was du tust, kommt hier zurück zu dir. Ja, du wirst das Karma gleich bezahlen müssen. Deswegen sehe ich hier 2024 wird nicht so, wie du es dir vorstellst gerade oder was du dir hier erhofft hast. Drücke ich mich mal so milde aus, okay? Die allererste Karte ist die 3 der Schwerter. Ich sehe, 2024 wird ein sehr heilsames Jahr. Okay, wenn du gerade Single bist und 2024 alleine startest, wirst du 2024 hier mit deinem Partner enden. Wenn du gerade in einer Partnerschaft bist, dann sehe ich auf jeden Fall, ist es hier ein Heilungsjahr. In einer Partnerschaft kommen hier, sage ich mal,
Herausforderungen, ich will nicht sagen Herausforderungen, aber du wächst an deiner Partnerschaft, deine Partnerschaft wächst. Auch könnte es sein, dass du hier in deiner Partnerschaft getriggert wirst, was nicht heißt, der Partner ist jetzt toxisch oder sonst irgendwas. Das bedeutet einfach nur, du darfst noch mal hier mehr über dich selber lernen. Für einige spüre ich hier, 2023 gab es hier eine Enttäuschung, ja, über die du hier noch nicht ganz hinüber bist, ja, es gab hier etwas, was dich verletzt hat und diese Verletzung nimmst du mit und diese Verletzung wird hier nochmal in 2024 präsentiert. Du musst dich damit auseinandersetzen mit diesem Herzschmerz. Du kannst ihn nicht unterdrücken. Das ist so, was ich hier spüre. Es wird Zeit, auch hier die Vergangenheit loszulassen und zu sagen, okay, ich bin im Hier und Jetzt. Das, was vergangen ist, kann ich nicht mehr ändern. Ich kann daraus lernen, ich kann daran heilen und ich kann weiterziehen. Das ist so, was ich hier spüre. 2023 ist ja dein Jahr, wo dein Herz nochmal hier mehr in die Heilung geht. Aber auch 2024 ist das Jahr, wo du manifestieren wirst. Für einige sehe ich, es gibt hier eine Leidenschaft, eine Passion. Ja, mit Ass der Stäbe, wenn du dir hier ein Kind wünschst, ist es ein Ja. Wenn du dir hier aber endlich wünschst, deiner Leidenschaft, deiner wahren Passion hier nachzugehen, ist das hier ein Ja. Ich sehe, die Lebensfreude wacht auf. Ich sehe deine Passion, ja, deine Leidenschaft, das, was dir Lebensfreude gibt, was dir Freude gibt, das erwächst du hier neu, ist das, was ich hier spüre bei dir. Es ist auch dann die Zeit, in Aktion zu treten, ja, manifestieren mit dem Kopf, mit dem Herz, aber natürlich auch in die Aktion, ins Handeln zu kommen, ist das, was ich hier sehe. Für einige sehe ich, es ist eine berufliche Unabhängigkeit. Du wünschst dir hier eine Stabilität, eine finanzielle Stabilität, der König der Münzen, ja. Also jemand, du fühlst, du möchtest hier so eine, dein eigener Boss sein für einige, deine Leidenschaft hier finanziell auch mal nachgehen, nicht nur als Hobby hier ausführen, wenn du es bereits schon als Hobby gemacht hast. Ich sehe auf jeden Fall, du manifestierst etwas, was dir Unabhängigkeit und Freiheit bringt. Für einige sehe ich da auch in deinem Wunsch eine Zusammenarbeit hier mit jemandem, dass du das nicht hier alleine machst. Es kommen viele Nachrichten hier rein. Nimm das mit, was mit dir resoniert und lass den Rest weiterziehen, weil es wird hier, ja, 2024 wird von vielen unterschiedlichen vage Energien hier angeschaut und für jeden sehe ich hier, was durchkommt, werde ich einfach channeln und euch hier sagen. Wenn du aber schon spürst, oh mein Gott, gar nichts spricht mich hier an, dann ist das hier nicht deine Legung. Nimm das mit, was mit dir resoniert. Es ist eine allgemeine, kollektive Legung. Lass den Rest einfach weiterziehen. Glaube auch daran, dass 2024 viele kleine Wunder passieren, wundersame Ereignisse, was du dir eigentlich gar nicht so ausgemalt hast. Du gehst einen Schritt und dann kommt der Ball ins Rollen. Also ich habe so das Gefühl, du krümmst einen kleinen Finger und schon passieren größere Steps und Events. Das ist so ein bisschen, was ich hier spüre. Du musst aber hier, das kann ich nur noch mal betonen, weil ich es noch mal gehört habe, du musst hier wirklich aber in die Aktion treten. Anderenfalls kommt hier nicht das Ganze zustande. Ja. Was möchte das spirituelle Reich euch hier jetzt noch bitte für 2024 mitgeben? Wir haben hier die 7 der Schwerter. Also es gibt etwas, was du planst und dir hier erhoffst, aber es wird nicht so kommen. Und das habe ich dir schon am Anfang gesagt. Ich spüre das Jahr 2024, du hast eine ganz andere Vorstellung im Kopf und es wird komplett anders. Completely different. Du siehst es nicht kommen und deine Pläne werden hier so ein bisschen über Bord geschmissen. Du wirst hier in eine ganz andere Richtung gelenkt. Für einige kann es sein, dass du Anfang des Jahres oder Ende des Jahres deinen Job verloren hast und du jetzt completely in eine andere Richtung gedrückt wirst. Das ist so gewollt vom spirituellen Reich. Für andere sehe ich auch, sobald du hier
wenn du dieses Jahr ein Kind gebärst in 2024, wirst du, also wenn hier die Frauen, ne, oder auch natürlich die Männer, wirst du das Leben nochmal ganz anders sehen. Du wirst hier andere Dinge wertschätzen und deine Pläne, die du vorher im Kopf hast, wirst du hier verändern. Die wirst du hier über Bord werfen. Ich sehe, es gibt einen Umstand, ob es hier einfach die Veränderung deiner Lebensumstände sind, ob sie zum Positiven oder Negativen sich verändern, das ist ja immer eine Selbstbewertung, sehe ich, es ist so gewollt vom spirituellen Reich, dass du hier nochmal deinen Kurs korrigierst. Und du siehst es noch nicht. Es passiert viel mehr, als was du gerade siehst. Du siehst gerade nur ein Bruchteil eines Puzzlestücks, aber du siehst nicht das ganze Puzzle. Und deswegen frustriert es dich vielleicht. Ja, das ist so ein bisschen, was ich hier spüre in 2024. Dann haben wir hier 10 der Schwerter. 10 der Schwerter ist auch immer für mich so eine Energie von, mental kann ich jetzt nicht mehr, es ist mir alles gerade zu viel, ich möchte alles nur noch hinschmeißen, ich habe keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr. Aber auch 10 der Schwerter ist es zu sagen, okay, es funktioniert wirklich nicht mehr so. Zu erkennen, okay, dieser Weg, den ich gerade gehe, der funktioniert nicht so auf Dauer. Dieser Weg ist nicht für einen 5-Jahres-Plan, 10-Jahres-Plan ausgelegt. Das funktioniert für mich nicht auf Dauer. Diese Situation, in der ich mich befinde, ist zu schwierig, zu anstrengend, zu kräftezehrend. Und es möchte hier eine gewaltige Veränderung für dich in 2024 eintreten. Dennoch sehe ich, wirst du dich ein wenig dagegen sträuben. Ob es bewusst oder unbewusst passiert, aber die Veränderung wird eintreten. Die Situation wird enden, ob du willst oder nicht willst. Ich sehe, dieses Buch ist zu Ende. Es ist so wie, wie kann ich sagen? Das Thema ist jetzt zu Ende. Das Buch ist jetzt vorbei. Es fängt was Neues an. Ein neues Kapitel in deinem Leben, wo du neue Wünsche hast, neue Ziele hast und die sich hier in 2024 nochmal neu formen werden, ist das einfach, was ich hier stark spüre. Okay? Wir haben hier den Herrscher. Und der Herrscher ist auch für mich immer so eine Unabhängigkeitsenergie, die ich auch schon hier energetisch vorher wahrgenommen habe mit dem König der Münzen. Der Herrscher steht hier für wirklich deine eigene Unabhängigkeit, nicht von einer Situation, von Umständen, von jemandem, einem Partner oder jemandem. Du möchtest wirklich diese Unabhängigkeit. Deswegen sehe ich auch, 2024 hat auch viel mit, okay, wo fange ich an? Wo organisiere ich? Wie investiere ich meine Zeit? Wie arbeite ich nicht härter, sondern wie arbeite ich smarter? Das ist so ein bisschen, was ich hier spüre. Auch es wird Aktion von dir gefordert. Das heißt, du musst diszipliniert dranbleiben. Ich sehe hier, wenn du dein eigenes Unternehmen gründest, wirklich, du musst sehr diszipliniert sein am Anfang, um auch diese Führungsqualität, die du besitzt, ja, für später, wenn dein Unternehmen wächst, ist das auch ganz, ganz wichtig. Du führst dein Leben. Du bist derjenige, der bestimmt, wo es lang geht und nicht die äußeren Umstände, die dich mal so hinwerfen. Und das ist so ein bisschen, was ich hier spüre, wo ich hier eine starke, starke Veränderung hier in deinem Leben wahrnehmen darf. Und auch hier mit dem Ritter der Stäbe hinten im Deck. Es wird eine plötzliche Veränderung, ein plötzliches Ende sein, wo du auch wirklich, wo ich sehe, du bist gezwungen, hier auch dementsprechend dann zu handeln. Deswegen, deine Zeit ist ganz, ganz wertvoll. Wo ist dein Fokus? Wo ist deine Zeit? Bevor du in Aktion trittst, denke nochmal darüber nach. Das ist auch so ein bisschen hier, was ich spüre. Genau. Möchte ich hier etwas klären? Ich habe das Gefühl, ich habe hier vom Tarot jetzt alles, was durchgekommen ist, gesagt. Also ich mache keine weitere Reihe.
Wir gehen über zu den Orakelkarten. Lasst uns sehen, was das spirituelle Reich euch noch für 2024 mitteilen möchte. Was sollten meine lieben Waageherzen jetzt wissen? Du kriegst die Karte Langmut. Ja, du benötigst in 2024 einfach diese Ausdauer und diese Disziplin, um dein Ziel hier zu erreichen. Es ist etwas Größeres, was du hier manifestierst, was du vorhast. Deswegen sehe ich auch, habe hier die Geduld, habe die Ausdauer, bleibe dann auch dementsprechend dran. Auch wenn du im Außen noch gar keine Veränderungen siehst, weil ich sehe, es passiert viel, viel mehr im Hintergrund als jetzt in dem Außen. Und das ist vielleicht dann auch, wo du das Gefühl hast, komme ich überhaupt voran? Ja, wo du dich das ein bisschen so frägst. Aber wichtig ist, wo ist deine Zeit, wo ist deine Energie, dein Fokus? Die drei Dinge, merk das dir wirklich für 2024. Wo ist meine Energie? Was mache ich gerade? Wo ist mein Fokus? Wo sind meine Gedanken? Mit was bin ich den ganzen Tag beschäftigt? Schau dir das nochmal an. Flexibel. Ja, sei flexibel. 2024 wird anders kommen, als du denkst. Und es wird dich schockieren. 2024 wird Schock sein. Es wird, oh mein Gott, hättest du mir das gesagt? Das hätte ich dir niemals geglaubt vorher, so nach dem Motto. Ja, hätte mir das einer gesagt, dass ich jetzt das und das und das machen würde oder jetzt da und da stehen würde, jetzt mit dem und dem verheiratet wäre, hätte ich das niemals gesagt. Also es ist sowas, es ist etwas, wo du gezwungen wirst, flexibel zu sein, smart zu sein und die Situation zu ergreifen und das Beste daraus zu machen, weil du wirst hier in eine bestimmte Richtung gelenkt. Du wirst auch hier mit deiner Ausdauer getestet. Das ist so ein bisschen hier, was ich spüre. Oh mein Gott. Wie schön ist das bitte? Waage. Waage, 2024. Und ihr seid die Ersten, wo ich dieses Jahr mit euch anfange von den Sternzeichen. Wie schön. Für meine lieben Waageherzen. Was sollten meine lieben Waageherzen für 2024 jetzt wissen? Kommt hier noch eine Botschaft für meine lieben Waageherzen? Yep. Dankeschön. Und zwar doppelter Regenbogen. Mach dich bereit, wie ich dir gesagt habe, du wirst dein 2024 werden voller wundersamer Ereignisse, voller Wunder bestehen. Kleine sowie auch größere, was du nicht kommen siehst. Das ist so, was ich sehe. Was deins ist, was für dich geschrieben ist, erhältst du in 2024. Wie ich dir gesagt habe, das Karma wird kommen. Also das, wenn du gutes Karma getan hast, wird es jetzt auch ausgezahlt in 2024. Alles passiert hier für dich. Schreib es in den Kommentaren, alles passiert für mich. Alles, was in deinem Leben passiert, passiert für dich. Nicht gegen dich, passiert für dich, um diese wundervollen Ereignisse in deinem Leben erscheinen lassen zu können. Kommentier das drunter, merk dir das, schreib dir das irgendwo auf. Alles passiert für mich, wirklich. Mach dir ein Mantra draus. Egal was passiert, alles passiert für dich. Waage. Wieder Regenbogensegnungen. Was ist das bitte? Wie synchron möchtest du sein? Super synchron, ja? Ihr habt jetzt schon drei Regenbogen hier. Regenbogen wird dein Zeichen sein. Du wirst Regenbogen sehen, wenn du auf dem richtigen Weg bist. Wenn du eine Frage hast an das spirituelle Reich, frag immer nach einem Regenbogen. Zeige mir einen Regenbogen, um das mit einem Ja zu beantworten. Wenn du einen Regenbogen siehst, dann weißt du, okay, das war ein Ja am nächsten Tag. Ja, frage dich das abends vorm Schlafengehen. Aber ich sehe, Regenbogen ist dein Zeichen. Oh mein Gott.
Dein Leben wird voller Segnungen sein in 2024. Wie nice ist das bitte? Und wir haben hier den Wanderweg. Genieße die Reise. Genieße die Reise, genieße die Reise, auch wenn es mal eine Panne gibt und der Reifen gewechselt werden muss, wenn du das Gefühl hast, oh mein Gott, wann bin ich endlich am Ziel? Genieße doch einfach erstmal den Weg, das, was du da alles auf deinem Weg erlebst. Ja, was passiert mit dir auf deinem Wanderweg? Was darfst du auf dem Wanderweg alles erleben? Welche Erfahrungen darfst du da sammeln? Oh mein Gott, wie schön ist bitte eure Legung. Dann haben wir hier Licht und Leichtigkeit. Öffne dein Herz für Freude. Ich sehe, 2024 ist die Heilung deines Herzens. Herzenswünsche, was in Erfüllung gehen möchten. 2024 ist dein Jahr, Waage. Also wunderschön. Ja, öffne dein Herz dafür. Deswegen sehe ich auch hier, dass dieser Schmerz, dieser alte Schmerz jetzt gehen lassen darfst, damit auch diese neue, diese Freude, die Leichtigkeit jetzt hier zu dir kommen darf. Wow, I like it. Okay, wir haben Impasse. Ja, reflektiere und organisiere deine Energie neu, also redirect. Lenke deine Energie wieder neu, ja? Wo ist deine Energie? Das habe ich ja schon vorher gesagt. Wo ist dein Fokus? Wo ist sie gerade? Fokussierst du dich auf das, was du nicht hast, auf das, was dir Schmerzen zubereitet? Nein, fokussiere dich auf das, was du hast und was du noch erreichen möchtest. Ja? Und dementsprechend geh dann deine Schritte, weil ich sehe wirklich, deine Energy ist das, was auch die Dinge in deinem Leben anzieht. Deswegen immer wieder schauen, hey, wenn gerade so viel in deinem Leben passiert, wo ist meine Energie? Wo ist mein Fokus? Was mache ich gerade? Mache ich Dinge, die mir gerade gar keine Freude bringen? Mache ich Dinge, beschäftige ich mich nur mit Sorgen, nur mit Ängsten? Wo ist mein Fokus? Natürlich, man darf sich sorgen, man darf auch Ängste haben, aber es ist einfach verschwendete Energie. Diese Energie könntest du für andere Dinge benutzen. Und das ist, was ich dir hier sagen möchte. Und das ist auch, was das spirituelle Reich dir hier einfach mitteilen möchte nochmals und dich hier erinnern möchte. Weil man das auch schnell im Alltag einfach wieder vergessen kann. Sobald auch das Jahr beginnt, ist man auch wieder schnell in diesem Alltagstrott drinne. Deswegen pass auf, weil es kommen hier extreme Veränderungen. Wie ich gesagt habe, dein Liebesleben wird sich hier komplett ändern. Wenn du noch nicht in einer Beziehung bist, wirst du 2024 hier deinen Partner finden. Ja, und für einige, ich warte schon so lange. Es kommt hier Liebe, Liebe. Für andere, wenn du in einer Partnerschaft bist, ihr wünscht euch Kinder, möchte hier eine Segnung als Kind reinkommen, ja? Und eure Liebe wächst, verdoppelt sich, verdreifacht sich. Oder es kommt ein Geschwisterchen dazu. Oder man kriegt einen Enkel, eine Enkelin. So, das ist so ein bisschen hier, was ich spüre. Liebe, was wächst, aber auch Liebe, die du mehr wieder empfinden darfst in deinem Herzen, weil du hier wieder dein Herz weiter öffnest, um einfach wieder mehr Liebe zu spüren. Und auch hier hinten steht Surrender. Und diese Karte ist immer für mich. Und hier 10. 10 steht hier für Abschluss. Wenn etwas zu Ende ist, meine lieben Waageherzen, dann ist es zu Ende. Dann lass los, geh ins Vertrauen. Wenn, ich habe dir gesagt, 2024 wirst du das kriegen, was für dich bestimmt ist. Ja? 2024 werden meine lieben Waageherzen das kriegen, was für sie bestimmt ist, was dein Karma ist, was dein Risk ist, ja? Und das ist, was ich hier ganz stark spüre. Geh in das Loslassen. Du zögerst es, du blockierst dich hier selber, du zögerst es raus. Mit dem, vorher habe ich ja gesagt, hier der gehängte Mann ist auch diese Energie. Du zögerst es hier nur raus, weil du nicht loslässt. Ja? Dass das Ball hier ins Rollen kommt. Deswegen geh hier mehr ins Vertrauen. Lasse los, was deins ist, was für dich festgehalten wurde, dass du das bekommst, wirst du auch erhalten. Von dir wird nur verlangt, dass du deine Hände öffnest und loslässt, um das auch annehmen zu können. Ja.
Dahinter, guck, die 10. 10, 10. Ich habe vorher noch mal hier irgendwo 10 gesehen. 10 hier. Ja, also die ganze Zeit. 10, 1, 0, 1, 0 oder 1, 1, 1. Das ist dein Zeichen. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Karmic Completion. Karmische Vollendung, also karmischer Zyklus, der hier zu Ende gebracht wird. Ein karmisches Zyklus, was du endlich hier in 2024 auflöst, damit das sich nicht nochmal in deinem Leben in irgendeiner Form hier wiederholt, in einem Lebensbereich. Das ist, was ich sehe, und dafür kriegst du die ganzen Segnungen vom spirituellen Reich. Du wirst dieses Level schaffen. Ja? Wow! Was ist das bitte hier für eine intensive Hammerlegung für meine lieben Waageherzen? Mein Herz geht auf, wirklich. Und spüre hier auch extra diese Kerze hier gewählt, ja? Gold für Fülle, für positive Energie, für einfach für Strahlen. Für Strahlen. Oh mein Gott, und ich sage das gerade und hier sehe ich Achievement. Du wirst dein Ziel hier erreichen. Die ganze Ausdauer, die ganze Energy, wenn du schon ein Ziel länger verfolgst, ja, seit 2022, 2023, was Großes hier manifestieren willst, und 2024 ist das Jahr, wo du es schaffst, wo du es schaffst, einen karmischen Zyklus zu beenden, wo du deine Manifestation endlich in die Realität erschaffst. Das ist so, was ich sehe, wo du deine Hände hochhältst und sagst, yes, ich habe es verdient. Das ist für mich bestimmt. Und wir haben hier Relaxation. Ja, es kommen hier schöne Zeiten auf dich zu, Happy Times. 2024 wird mit vielen, vielen schönen Zeiten, viel Zeit mit deinen Liebsten, mit deinen Ängsten, schöne neue Verbindungen, Freundschaften, die sich hier vertiefen, Partnerschaften, die sich hier vertiefen. Das ist so, was ich sehe. Nimm dir auch bewusst eine Auszeit. Vor allen Dingen die Waage steht ja eh immer für Balance, meine lieben Herzen. Also schau, dass du in der Balance bist. Zwischen in Aktion treten, Disziplin, aber auch Pausen zu nehmen, ja, in die Entspannung zu gehen. Yin und Yang. Oh mein Gott, wie schön ist bitte eure Legung? Waage. Was sollten meine lieben Waageherzen jetzt wissen? Wir haben wieder Reisende. Du bist wirklich auf einem Weg hier in 2024, auf deiner Reise. Und du bewegst dich jetzt auf eine neue Richtung. Ja, da kommt eine Richtungsänderung, ob du willst oder nicht. Du erkennst auf der Reise, dass dein Ziel wo ganz anders ist. Und dieses Ziel wirst du erreichen, sobald du erkennst, dass es nicht das Ziel ist, was du gedacht hast, sondern das, was sich dir zeigt, was dein Ziel ist. Okay? Wir haben auch hier Richtungshüter. Wähle deinen Weg. Natürlich hast du hier den freien Willen. Du wirst aber in eine Richtung gelenkt, wenn du hier schon bereits eine Entscheidung getroffen hast, um dir den Weg dir hier zu zeigen. Ja, 2024 passieren große, große, große Lebensereignisse, große Schritte in deinem Leben. Und ich freue mich hier, dass ich dir diese Botschaft überbringen darf. Für diejenigen, wo hier was beruflich wissen wollen oder auch was ist mein Lebensweg, schauen wir mal hier rein. Was hier bei euch durchkommt, und da haben wir hier Bodywork. Also für euch, ihr könntet hier als Tätowierer arbeiten, Bodywork, etwas, was mit Verschönerung des Körpers zu tun hat. Ja, da gibt es so vieles in dem Bereich. Es fängt an bei Kosmetikerinnen, bei Tätowierern, bei was weiß ich. Es gibt ja heutzutage alles Mögliche, ja?
Massage steht zum Beispiel hier. Massage, aber auch Energieheilung oder hier körperliche Therapie, professioneller Trainer, Exercise Training. Also es hat hier was mit dem Körper zu tun. Es hat hier was mit der Verschönerung des Körpers zu tun. Aber auch hier mit einer körperlichen... So, mein Handy hat gebimmelt. Jetzt. Ja, also sowas ist hier, was hier für dich reinkommen möchte. Warum habe ich Tätowierer gesagt? Hier, das ist ja auch ein Herz, ne? Diese Tätowierung. Dann haben wir hier Familie. Ja, für einige, ihr fängt hier eine neue Familie an oder ihr startet endlich eure eigene Familie. Loving, ja, Liebe, deine Freunde und deine Familie. Und deine Lebensaufgabe ist hier deine Familie. Ja, du gehst hier auf, für deine Familie da zu sein. Es kann auch hier Familie in Kombination hier mit Bodywork sein, ja. Das ist so ein bisschen hier, was ich spüre und was so dein Weg ist. Und du erkennst hier, wow, ich bin meine eigene Familie und ich möchte das und jenes. Und das ist jetzt so mein Weg. Also ich habe das Gefühl, 2024 werden meine lieben Waageherzen hier in unterschiedliche Richtungen, ja, sag ich mal, hingewiesen oder geführt, sanft geführt vom spirituellen Reich, um hier zu erkennen, was ihre Segnungen sind. Und wir schauen mal, wo, in welchem Bereich du noch Segnungen erhältst hier für 2024 für meine lieben Waageherzen. 2024, ja, die sind ganz neu und die sind noch nicht, die kleben noch ein bisschen zusammen. So, da kommt schon eine Karte. Hier, und das ist auch hier blau und das erinnert mich hier auch so, dein Kummer, ja, den du hattest, den Schmerz, der dir zugefügt wird, du kriegst jetzt das zurück, also du kriegst diese Heilung, diesen Balsam, ja, also es ist eine Segnung hier für die Hoffnung, die du immer in dir getragen hast, für deine emotionale Erfüllung. Und das ist hier so was, mit was du hier gesegnet wirst in 2024. Balsam für dein Herz, dein Herzenswunsch oder das, was dein Herz immer so gerufen hat, kommt jetzt hier, ja, die Hoffnung oder auch die Liebe so in dein Leben. Ach, wie schön ist das bitte. Wie schön möchte die Legung für Waage sein. Herzergreifend schön. Waage, 2024. Waage, 2024. Je ruhiger du wirst, wird die Zeit auch langsamer und alles fällt dir einfacher, dass du alles fertig bekommst. Also stress dich nicht. Ich muss jetzt schon dastehen, ich muss das und das im Leben erreicht haben. Ich habe immer noch nicht das. Das sind so deine Selbstzweifel. Stress dich nicht. 2024 sagt, mach einfach entspannt. Aus der Entspannung heraus, aus der Ruhe kommt die Kraft und alles andere wird dir leichter von der Hand gehen. Breathe. Nimm dir bewusst Pausen und Auszeiten, finde in deine Mitte wieder zurück über Atemtechnik, über Yoga ist das auch so ein bisschen, was ich spüre, aber auch immer wieder so, finde deinen Ruhepol, wo du deine Energie wieder hier aufladen kannst in 2024. Und noch eine Karte für meine Waageherzen. Und wir haben hier Erzengel Raphael. Der Engel der Heilung ist bei dir und hilft dir bei deiner Arbeit. Das ist dein Heilungsjahr, wo Wunder passieren, wo ja, deine Segnungen hier zu dir kommen, wo ganz, ganz, ganz viel Heilung passieren darf, Erkenntnisse, die hier durchkommen. Und ich freue mich hier von ganzem Herzen, meine lieben Waageherzen, dass ich heute hier für euch gelegt haben durfte. Wenn du mit meiner Energy vibes, lass doch ein Abo da, eine Gefällt-mir-Angabe oder auch einen Kommentar. Das dient hier auch zum Energieausgleich. Vielen lieben herzlichen Dank, meine lieben Waageherzen. Ich sende euch ganz, ganz, ganz viel Liebe und ich wünsche euch ein wunderschönes Jahr 2024. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.